Dieser Abend im Künstlerhaus gleicht einer Bestandsaufnahme. Werden schwarze Menschen ausreichend berücksichtigt, wenn wir über die deutsche Geschichte sprechen? Wie schauen wir auf die Vergangenheit und wer betrachtet sie? Unter dem Titel »Wessen Geschichte zählt« sprechen im Kunstsalon die Politikwissenschaftlerin Jeanne Sakizabandi und der Regisseur Oliver Hart mit Kurator Sergei Harutunjan über die Aufarbeitung schwarzer deutscher Geschichte. Es gehe darum, schwarze Menschen in Deutschland sichtbar zu machen, so Sakizabandi. Ich glaube, solange die Geschichte schwarzer Menschen, die Kultur schwarzer Menschen in Deutschland so unsichtbar oder so unbeachtet bleibt, wird sich Deutschland weiterhin als vor allem weiße Gesellschaft imaginieren. Und das stimmt einfach nicht. Schwarze Menschen sind seit mindestens im Kolonialismus Teil deutscher Gesellschaft und sollten dementsprechend auch adäquat als deutsche Gesellschaft repräsentiert werden. Ein Beispiel für eine solche Repräsentation zeigt der Film »Das Schwarze Museum« von Oliver Hart, der das National Museum of African American History and Culture in Washington D.C. porträtiert. Die Einrichtung ist in den USA das erste nationale Museum für afroamerikanische Geschichte. BesucherInnen durchlaufen die Ausstellung wie durch einen Zeitstrahl, von Mitte des 15. Jahrhunderts bis heute. Hart betont, wie sehr die Form des Gebäudes mit dem Ausstellungsinhalt zusammenpasst. Das Ziel war für mich, einen Film zu machen, in dem ich sowohl das Gebäude als Architektur erkläre, als auch die Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es dieses Gebäude gibt, und eben als dritte Ebene den Inhalt des Gebäudes, nämlich die afroamerikanische Geschichte von 1500 bis heute darzustellen. Wie kann die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland gezeigt werden? Sakizabandi und Hart sind sich einig, dass ein Museum nicht immer die passende Darstellungsform ist. Es gibt auch immer wieder die Forderung, einen Studiengang namens Black Studies einzuführen an deutschen Universitäten, damit eben schwarze deutsche Geschichte auch erforscht werden kann. Man kann natürlich auch kleiner denken, sage ich mal, indem man an Straßenumbenennungen denkt, indem man an Denkmäler denkt, die man errichten könnte. Man könnte Feiertage einrichten, lauter solche Sachen, die vielleicht weniger aufwendig sind, als ein Museum oder einen Studiengang zu etablieren. Wer schwarze deutsche Geschichte sichtbar machen will, müsse vorher darüber nachdenken, wie sie dargestellt wird. Ein mögliches Problem zeigt sich bei Sonderausstellungen, die Museen mit schwarzen KünstlerInnen gestalten. Oft sei nicht klar, in welchem Kontext diese schwarze Perspektive dargestellt wird. Das Problem, was dabei leicht entsteht, ist, dass diese eine Ausstellung Antwort auf alles geben muss. Auf alles, was mit dem Thema schwarze Identität zu tun hat, mit schwarzen Positionen in der Kunst. Die Positionen in der Kunst, die schwarzen Positionen in der Kunst, sind aber genauso vielfältig wie in jedem anderen Kunstbereich. Und deshalb ist es wichtig, dass eine Ausstellung einer afroamerikanischen Künstlerin in einen Kontext fällt, der es ermöglicht, sie auch mit anderen zu vergleichen. Hart, Sakizabandi und Harutunjan sitzen bei ihrer Diskussion übrigens selbst mitten in einer Ausstellung. Der Kunstsalon findet im Rahmen von I Am Not Done Yet von Camila Janan Rashid statt. Die Künstlerin setzt sich darin spielerisch mit den Möglichkeiten und Grenzen von Wissen auseinander. Dabei erzählt sie aus ihrer Perspektive, dem Blick einer schwarzen Person.